So, dann haben wir noch eine Tagesaufgabe übrig von gestern, aber wir müssen natürlich auch alles für euch machen. Also lande in verschiedenen Matches bei Polar Peak oder Most Deep Palms. Heißt, wir müssen 3 Runden definitiv spielen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal im Solo. Ganz normal Solo. So, dann wollte ich mich natürlich bedanken für jetzt 344 Abonnenten. Damit fehlen jetzt 6 Abonnenten noch bis zur nächsten Zahl. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt mal dein Abo dalassen. Würde mir helfen, dir selbst auch und allen anderen auch, weil natürlich unten der Code schneller vorankommt. Und so hast du schneller die Chance, 10 Euro zu knacken. So, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, in der Videobeschreibung habe ich ein extra Video dazu gemacht, wie man den Code knacken kann und auch wie das alles so auf meinem Kanal abläuft. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. So, dann gehen wir mal rein in die Aufgabe. Ist natürlich wieder eine ziemlich simple Tagesaufgabe, aber klar, bei den Tagesaufgaben werden sie nie irgendwas Großes machen. So, na komm schon. Aber man merkt schon, wenn ich FIFA spiele, bei Fortnite klappt gar nichts mehr. Ja, ja, ja. So. Also nochmal, wir müssen Polar Peak oder Mosty. Können wir uns jetzt hier aussuchen. Ich gehe in dem Fall zu Polar Peak. Wie gesagt, das sind 3 Runden machen, sich töten lassen und schon ist die Aufgabe geschafft. So, gehen wir erstmal hier rüber. Mal gucken, wie inzwischen meine Connection ist. Weil irgendwie hat es schwer nachgelassen, finde ich. Ich finde, es ruckelt inzwischen immer mehr. Beziehungsweise laggt. Und das Komische ist bei FIFA überhaupt nicht. Es nervt halt echt schneller. So, dann haben wir schon 1 von 3. Wie lange braucht denn die Waffe zum Schießen? Ey, Junge, Junge, Junge. Das meine ich, so geht das die ganze Zeit. So, gehen wir direkt nochmal rein, dann zeige ich euch auch, wo Moisty ist. Und da, wo man sich verstecken kann als Gegenstand. Na komm schon. Wie gesagt, das müsst ihr halt 3 Runden lang machen. 1 von 3 haben wir jetzt. Jetzt holen wir quasi 2 von 3 und danach müsst ihr halt nochmal, könnt ihr euch dann aussuchen, links oder rechts. Also ihr könnt auch 3-mal bei Polar Peak landen, das ist auch nicht das Problem. Aber die Aufgabe ist schon ziemlich simpel gehalten. Aber die ist geruckelt, das geht mir so auf den Keks und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist halt das Schlimme daran. Ich habe echt keine Ahnung. Und hier komme ich ja auch klar, hier stehen 4 Leute rum. Ich dachte erst, es könnte am Internet gehen, aber hier sind ja auch 4 Leute aktiv. Und mehr. So, ja, komm, gehen wir einfach nochmal. Also wie gesagt, Mosty Palms da hinten. Das war der Fail des Jahrhunderts. Also wir gehen auf Krampf schnell zu Polar Peak. Guck mal, wie das lädt. So nichts anderes als eben auch. Oder sind am PC einfach die Surfer schlechter? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Und wie gesagt, ich habe eine CPU-Auslastung von 8% gerade. Und wenn ich jetzt hier am Limit gehen würde, dann könnt ihr es ja verstehen. So, wir gehen aber jetzt nochmal zu Polarpie. Ich schätze mal, diesmal werden wir auch hoch unsere Ruhe haben. Ich glaube, noch tiefer dürfen wir nicht, sonst landen wir nämlich da drunter. Da schon, jetzt fängt schon an zu lenken. Das kann es ja nicht sein. Wie schnell war er denn schon mal? Das Leben hat es heute nicht gut gemeint mit mir. So, wie gesagt, noch einmal dann zu Moisty rüber und dann haben wir es auch geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, lassen wir das Ganze hier mal und viel Spaß noch und haut rein.